Willkommen zum roten Sofa der Interviewreihe im Rahmen des 40. Forum Kommunikationskultur. Und ich begrüße nun ganz herzlich Frau Professor Dr. Katrin Schlör. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Frau Professor Dr. Schlör, Sie sind Professorin für kulturelle Bildung in der sozialen Arbeit, sind aber auch als freiberufliche Referentin und Autorin, Beraterin für Medienbildung tätig. In Ihrem aktuellen Berufsleben, aber auch vielleicht mit Blick nochmal, mit Rückblick auf das Forum, welches Thema umtreibt Sie gerade so? Ich glaube, im Großen und Ganzen umtreibt mich gerade so dieser ja, Zusammenhang zwischen Medien und politischen Begebenheiten, wie wir sie gerade bei uns in Deutschland vorfinden. Viel Zuwachs bezüglich Diskriminierung an vielen Stellen, viel Zuwachs an unterschiedlicher Teilhabe, viele ja, Vorurteile, die in sozialen Medien geteilt werden und gleichzeitig eben ja unterschiedliche Möglichkeiten, digitale Medien zu nutzen. Und mich persönlich sorgt dabei, auch beispielsweise, wenn wir schauen, in welche Richtung sich gegebenenfalls KI entwickeln könnte, mich sorgt dabei schon auch der Zusammenhalt und einfach auch so die Grundwerte, die wir in unserer Gesellschaft teilen, auch das Thema Demokratie. Ja, das ist ja erstmal jetzt auch ein recht pessimistischer Blick sozusagen, den aber viele gerade teilen. Und wie ist das so? Nehmen Sie das so aus Daten, das ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern Sie forschen ja auch zu digitaler Ungleichheit. Finden Sie das in Ihren Daten wieder, dass es wirklich gerade eine Phase ist, wo mehr Ungleichheit, ja, einfach auch sichtbar wird? Ja, durchaus. Also wenn wir uns anschauen, einerseits, was quasi der Zuspruch zur Demokratie ist, ganz allgemein gesprochen, jetzt Medien mal ausgeklammert, dann sehen wir da schon eine gewisse Erosion bei vielen Menschen. Das zeigt sich natürlich auch in den Umfrageergebnissen zu den Parteien. Gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass es eine immer noch relativ konstant bleibende Zahl gibt an Menschen, die auch jetzt nicht durch irgendwelche Digitalpakt bezüglich Corona einfach ja, Schwierigkeiten haben, in diese digitale Welt zu finden. Und das sind eben häufig auch Personengruppen, die ja einfach auch nicht unbedingt so dieses Standing haben, dass sie so sichtbar werden. Und ich finde, das ist was, was mir auch noch mal durch das Forum relativ deutlich ja, wurde, wo ja, Menschen beispielsweise in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder Menschen mit Fluchterfahrungen einfach wenig Möglichkeiten haben oder auch Menschen, die in Armut leben, wenig Möglichkeiten haben, eben tatsächlich an diesem ganzen digitalen Wandel so teilzuhaben und eben auch davon zu profitieren und gleichzeitig auch nicht so die Möglichkeit haben, sich beispielsweise eben auch in den Medien zu zeigen und ihre Themen da zu platzieren und dadurch eben auch ja, in den Medien häufig ein bestimmtes Framing stattfindet, was sie dann auch letztlich ja, sehr fremdbestimmt dastehen lässt. Und da bin ich schon so ein bisschen pessimistisch, dass sich einfach wenig im Großen und Ganzen in den letzten Jahren getan hat, auch nicht durch Digitalisierungspakte oder ähnliches. Da erwarte ich doch noch mal wesentlich mehr. Ja, wenn wir da mal so linguistisch hingucken, Ungleichheiten oder digitale Ungleichheiten, inwiefern ist das teilweise auch einfach eine Ungerechtigkeit? Also das sind ja, also Ungleichheiten gibt es ja. Wann merken Sie auch in Ihrer Forschung oder in Ihrer auch praktischen Arbeit so, das ist nicht nur ungleich, das ist wirklich ungerecht? Ja, also im Prinzip von Benachteiligung sprechen wir, wenn der Zugang eben struktureller Natur ist, zu diesen Ressourcen, die wertvoll sind und wo der Zugang eben dann verwehrt ist.
Und das sehen wir beispielsweise im klassischen Beispiel der Bildungsungleichheit, was sich ja eben einerseits reproduziert bezüglich Elternhaus, dass Kinder eben nicht die Möglichkeiten bekommen, so leicht bezüglich formaler Bildung aufzusteigen wie Kinder, wo beispielsweise die Eltern selbst eine hohe formale Bildung, einen akademischen Werdegang oder ähnliches genossen haben. Das sehen wir auch im Digitalen. Also wir haben auch natürlich durch unser Bildungssystem da schon noch bestimmte Strukturen, die beispielsweise bestimmte Mediennutzungen oder Mediennutzungspraktiken einerseits eben positiver bewerten als andere. Also popkulturelle Mediennutzungspraktiken sind jetzt auch nicht unbedingt überall, also in tollen Leuchtturmprojekten auf alle Fälle, aber auch nicht überall eben so verbreitet, dass sich da junge Menschen darüber auch nochmal profilieren können in ihrer Bildungslaufbahn. Und andererseits bekommen wir natürlich oder können wir bestimmte Technologien auch nur in der Form nutzen, wenn wir eben auch Zugang dazu bekommen, wenn wir auch ein Stück weit zumindest verstehen, wie sie funktionieren, wenn wir sie konstruktiv einsetzen können. Und ich bin eigentlich jetzt gar nicht so eine, habe gar nicht überall so eine dystopische Sicht auf Medien. Im Gegenteil, ich denke, wir haben viele tolle Möglichkeiten, die uns Digitalisierung auch bietet. Aber ich sehe hier halt eben auch dann nochmal eine doppelte Benachteiligung, wenn junge Menschen nicht im Privaten das alles so nacharbeiten können, sondern eben beispielsweise, gerade wenn wir jetzt nochmal KI als Beispiel nehmen, nicht den großen Nutzen, der auch darin steckt, entsprechend eben auch für sich definieren können, weil sie beispielsweise nicht wissen, was sich dahinter verbirgt oder welche Plattformen es gibt oder welche Prompts zielführend sind. Oder aber vielleicht auch, weil sie bestimmte Dinge nicht kritisch hinterfragen können, weil sie es einfach auch nicht in der Form gelernt haben oder es ihnen auch nicht in der Form vorgelebt wurde. Und da wären wir wieder eben bei den Herausforderungen. Und gleichzeitig, das fand ich beim Forum auch nochmal sehr deutlich, ist es natürlich auch so, dass wir ein großes Problem auch mit Repräsentanz haben, immer noch. Also dass Menschen oder dass wir diese bunte, vielfältige Gesellschaft, die wir ja eigentlich haben, gar nicht in der Form überall in den Medien abgebildet haben. Und da würde ich jetzt als Medienpädagogin eben auch sagen, wir brauchen viel mehr Empowerment jungen Menschen gegenüber, dass sie eben selbst auch konstruktiv diese Medienwelt mitgestalten können. Und klar haben wir da, das wurde bei dem Talk, den wir beim Forum ja auch geführt hatten, auch mehrfach betont, wir brauchen, es kann nicht genug Projekte geben, die mittels aktiver Medienarbeit junge Menschen dazu befähigen, eben entsprechend auch Sprachrohr für sie selbst oder auch für die Gruppe, der sie sich zugehörig fühlen, zu sein. Ja, also da regen Sie zum Beispiel jetzt Jugendliche an, so aus der Ohnmacht herauszutreten, dann die Macht anzunehmen und selber, wie Sie gesagt haben, Sprachrohr zu werden. Wenn wir uns das jetzt noch ein bisschen struktureller anschauen, wie ist es gekommen, dass es jetzt diesen Status quo gibt, der wirklich eher dystopisch aussieht, wie Sie ihn gerade auch gezeichnet haben? Also wie kommt es, dass zum Beispiel bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen nicht zum Beispiel in den Medien sichtbar sind? Ich glaube, es ist ein bisschen so ein Teufelskreis. Also das eine ist die Nichtsichtbarkeit und das andere ist die Nichtberücksichtigung bei bestimmten, auch beispielsweise infrastrukturellen Fördermitteln oder ähnliches. Und dann kommt teilweise vielleicht auch noch so ein Habitus, so eine Haltung hinzu, die teilweise bei Fachkräften oder auch bei der Politik zu finden ist. Also wenn wir jetzt gerade an Einrichtungen denken, wo Menschen stationär leben, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, Behinderung oder kürzlich erfolgte Flucht oder ähnliches, dann sind es einfach Einrichtungen, in denen teilweise natürlich vielleicht auch die Gelder erstmal auf die Grundbedürfnisse gelegt werden, aber wir alle wissen, für uns ist eben das Netz ja auch ein Grundbedürfnis und für die Menschen häufig noch viel mehr, wenn sie eben nicht bei ihrer Familie sein können. Wir hatten das auch, da wurde es wenigstens ein bisschen sichtbar und es hat sich auch ein bisschen was getan in der stationären Jugendhilfe während Corona, wo Jugendliche ja
häufig komplett abgeschieden waren von Schule, von Familie, vom Freundeskreis. Und dann haben wir eben auch noch die Zielgruppen, die eben selber nicht dieses Sprachrohr haben, die politisch auch teilweise gar nicht agieren können beziehungsweise dürfen, die eben nicht ihre Stimme da an der Stelle setzen können. Und die brauchen natürlich ganz dringend auch Leute, die auf sie auch aufmerksam machen oder eben Mittel und Wege auch deutlich zu machen, dass sie an bestimmten Stellen nicht berücksichtigt wurden. Also ich denke, es ist eine Ressourcenfrage finanzieller Natur und dann aber eben auch nochmal diese Haltung zu verstehen, warum und wieso digitale Medien beispielsweise für eine Person mit Fluchterfahrung so bedeutsam sind, weil es einfach eine Verbundenheit nach Hause ist, weil es eine Möglichkeit bietet, eben auch beispielsweise in der Herkunftssprache sich zu informieren, weil ja, es gibt viel, vielfältige Gründe und ich glaube, da wäre es auch nochmal wichtig, an quasi dafür zu sensibilisieren und eben auch nochmal ganz deutlich zu machen, welche Bedeutung mittlerweile Digitalisierung in unser aller Alltag hat. Also ich kann ohne Digitalisierung ja eigentlich überhaupt nicht mehr agieren, wenn es auch um Behördengänge oder ähnliches geht. Ja, welche Rolle spielt dann auch Journalismus und auch, ja, die Berichterstattung? Eine ganz große, also weil letzten Endes ja Journalistinnen an der Stelle diejenigen sind, die bestimmte Themen in den Medien platzieren können, also die eben dieses Sprachrohr letzten Endes sein können und die eben auch eine gewisse Sensibilität an den Tag legen müssen in der Berichterstattung. Also ich habe beispielsweise mal eine ganz tolle Fotoreportage gesehen, wo berichtet wurde über Smartphones von geflüchteten Menschen, was sich darauf befindet. Also welche Fotos, welche Erinnerungen, welche Apps genutzt werden. Und es war auch ein sehr empathischer Moment, finde ich. Also ich würde mir auch vom Journalismus mehr so ja, Feinfühl wünschen, um quasi auch positives Storytelling in den Bereichen zu machen und gleichzeitig eben auch Journalismus, der eine Offenheit hat, eben auch Menschen als Expertin ihrer selbst zu Wort kommen zu lassen und also auch mehr Diversität im Journalismus, aber eben auch vielleicht mehr Möglichkeiten, mehr Interviews oder ähnliches, um eben auch bestimmte Bevölkerungsgruppen mehr zu Wort kommen zu lassen, auch in den etablierten Medien. Ja. Ja, also auch, dass man die Möglichkeit hat, mehrere Lebensrealitäten vom Wohnzimmer aus, von mir aus, zu sehen, kennenzulernen. Was sind so Stellschrauben, an denen Sie jetzt aktuell so versuchen, ein bisschen zu drehen, um das Quo besser zu machen? Also ich habe eine große Stellschraube. Ich bin ja Dozierende im Studiengang Soziale Arbeit. Und das ist für mich eine ganz wichtige Stellschraube, Studierende dafür zu sensibilisieren für die Themen, auch für den Aspekt der Intersektionalität. Der war ja auch beim Forum eben eins unserer Leitbegriffe. Also beispielsweise, wenn wir uns mit Medien und Gender beschäftigen, auch nochmal andere Kategorien mitzudenken, also Behinderung, Migration, sexuelle Identität, Orientierung, also hier an den Stellen nochmal für Mehrfachdiskriminierung entsprechend auch zu sensibilisieren. Dann bin ich auch viel in Fachkräfteschulungen unterwegs, also auch diesen Weiterbildungsaspekt im Prinzip da auch im Blick zu haben, also mit Fachkräften arbeiten, die nochmal speziell zu sensibilisieren, das finde ich ganz wichtig. Und ansonsten versuche ich auch über Projekte, die wir an der Hochschule haben, gerade diesen Aspekt des Empowerments über aktive Medienarbeit voranzubringen. Beispielsweise hatten wir ein Projekt virtuell barrierefrei, hieß das, ein 360-Grad-, Projekt im Kontext der aktiven Medienarbeit, wo wir beispielsweise mit den Jugendlichen, die bei uns in einem Antidiskriminierungs-Hip-Hop-Projekt sind, das Talk-Projekt in Reutlingen, mit denen zusammen eine kleine 360-Grad-Doku über ihr Projekt zu drehen und ihnen da nochmal ein anderes Sprachrohr quasi zu geben oder beispielsweise Jugendliche in einem speziellen Quartier bei uns in Reutlingen mit so 360-Grad-Rundgang während Corona war das Ganze so ihren Blick auf ihr Quartier und auf
tolle Orte, aber auch Schwachstellen so zu ermöglichen, dass sie sich mittels eben neuer Technologien auch nochmal anders vielleicht ausdrücken können und vielleicht mehr Gehör finden an den entsprechenden Stellen. Ja, zum Abschluss vielleicht so etwas, wenn Sie mit vielleicht auch fachfremden Menschen in Kontakt treten, was ist so eine Message, die Sie gerne so verbreiten würden? Also was vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist, wenn es jetzt zum Beispiel auch um digitale Ungleichheit und Ungerechtigkeit geht. So was ist da etwas, wo Sie sagen, das wäre schon gut, wenn das so in der Gesamtbevölkerung einfach auch ein Wissen wäre, was wirklich vorhanden ist. Ich glaube, ich würde aufräumen mit so Stereotypisierungen wie beispielsweise die Digital Natives und die Digital Immigrants, also mit so Kategorisierungen, Schubladen oder mit diesem, ja, die kleinen Kinder, die sind alle super medienkompetent, die können schon wischen und so, und würde da mehr sensibilisieren, genauer hinzuschauen und auch so den Medienkompetenzbegriff noch mal etwas zu erweitern, der ja nie gedacht war, nur als eine bestimmte Bedienkompetenz, und würde da versuchen zu sensibilisieren, was da alles mit drin steckt und was wir alles auch an Kompetenzen bei jungen Menschen wertschätzen sollten, die wir vielleicht gar nicht so im Blick haben und die wir auch häufig irgendwie belächeln. Also Berufswunsch, Influencerin sein oder Gaming oder so, da einfach nochmal andere Blicke drauf zu werfen und zu gucken, was steckt da alles an Kompetenz drin, die man eben auch nochmal weiter fördern und ausbauen kann. Und das auch bei älteren Personen, wo eben auch Digital Immigrants, finde ich, häufig auch so ein bisschen stigmatisierend ist. Das waren Menschen, die haben gegebenenfalls total viel Erfahrung aus ihrem Leben mitgebracht. Die können total spannend berichten über diese Transformationsprozesse, die sie miterlebt haben. Die haben noch mal ganz andere Blicke, beispielsweise bezüglich Medienkritik. Also ich würde versuchen, auch quasi diese Stereotype noch mal alle so ein bisschen zu hinterfragen und Menschen in Austausch bringen miteinander und zu diesen Austausch über unterschiedliche Medienwelten und Medienbiografien befördern. Ja, da noch einmal nachgehakt. Also das heißt, wenn ein kleines Kind schon ganz toll das Tablet bedienen kann, das heißt nicht unbedingt, dass es medienkompetent ist, sondern wann ist man medienkompetent? Also man ist medienkompetent, wenn man ganz viele Dimensionen mitbringt, quasi wenn man Bescheid weiß über Medien, beispielsweise jetzt gerade, wenn wir wieder ganz zum Anfang kommen, so Thema politische Bildung, wenn ich beispielsweise den Unterschied kenne zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk, also jetzt als ein kleines Beispiel, aber ein Stück weit verstehe, wie Medien funktionieren auf vielen Ebenen. Wenn ich die zielgerichtet einsetzen kann, also jetzt nicht nur bedienen, natürlich auch Medien nutzen kann, bedienen kann, aber auch wenn ich Medien gestalten kann, also wenn ich eben auch diese Medienwelt mitgestalten kann, wenn ich mich kreativ mit einbringen kann, wenn ich ethisch reflektieren kann. Also es hat eigentlich ganz viele Dimensionen und ich glaube, wir alle finden uns da irgendwo wieder. Sorry an Dieter Backe, völlig verkürzt dargestellt, aber es ist einfach eine große Vielfalt. Ja. Herzlichen Dank für dieses Interview, Frau Professor Dr. Katrin Schlör. Vielen Dank Ihnen auch.